Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Antisemitismus ist ein kryptischer Begriff, der in seiner Abstraktheit leicht darüber hinwegtäuscht, was in ihm wohnt, nämlich Hass gegen Juden. Ein Begriff, der in seiner Abstraktheit aber auch gut erfasst, was dem Antisemitismus eigen ist. Er ist oft subtil, aber auch eckig und brachial. Ein Begriff, der die Gefahr für mich erahnen lässt, was in ihm steckt, nämlich Hass, Gewalt und Mord. Der unabhängige Expertenkreis Antisemitismus, dessen Abschlussbericht wir heute erstmalig hier debattieren, für diese Legislatur hat seine Arbeit aufgenommen oder hat gearbeitet in diesen Jahren. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Das möchte ich hier nochmal ganz deutlich betonen und den Mitgliedern auch ganz herzlich danken. Es bestehen offensichtlich Probleme bei der öffentlichen Beschäftigung mit dem latenten Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Der öffentliche Umgang mit Antisemitismus ist unzufriedenstellend. Es wird möglichst viel geschwiegen, denn wo aufgeklärt wird, da gibt es ja auch schnell mal einen schlechten Ruf. Das ist vielleicht einer der Gründe dafür, dass der Antisemitismus in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen anzutreffen ist bzw. ignoriert wird. Da bin ich froh, dass es jetzt eine öffentliche Auseinandersetzung hier im Plenum des Deutschen Bundestages gibt und dass wir damit klar machen, auch als über die Parteigrenzen hinweg, dass mit uns keiner Antisemitismus geben wird und wir uns deutlich gegen jede Form aussprechen. Denn Angriffe auf Juden sind in Deutschland leider keine Seltenheit. Ein aktueller Fall aus dem Frühjahr ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Der Fall des Schöneberger Schülers, der sich Sätze anhören musste wie: Du bist ja eigentlich ein cooler Typ, aber ich kann nicht mit dir befreundet sein. Juden sind alle Mörder. Es geht mir unter die Haut. Solche Sachen sagen Kinder zu Kindern. Es ist erschreckend, dass die betreffende Berliner Schule auch schon vorher zum Netzwerk Schule ohne Rassismus gehörte, zeigt, und da müssen wir uns natürlich auch ehrlich machen, meiner Meinung nach, wie problematisch solch dauergeförderte Wohlfühlaktionen gegen Rassismus effektiv sind. Ein netter Name, alle fühlen sich schön, was Gutes getan zu haben, aber am Ende hilft es leider in dem konkreten Fall doch nichts. In diesem Zusammenhang freue ich mich über die ausführlichen Handlungsempfehlungen des unabhängigen Expertenkreises. Auf wissenschaftlicher Basis schlägt der Expertenkreis eine Menge meiner Meinung nach sehr wichtiger und guter Maßnahmen vor, die jetzt geprüft und angemessen und zügig umgesetzt werden. Wie zum Beispiel bei der genaueren Analyse der Fälle von Antisemitismus und ihre Einordnung auch durch besser geschulte Polizisten. Oder, und das ist auch wichtig, denn Bildung ist, glaube ich, ein Kernstück von Prävention, die bessere Einbeziehung der deutsch-israelischen Schulbuchkommission in unsere Maßnahmen. Der Fall des Schöneberger Schülers zeigt aber noch einen wichtigen Punkt, den wir nicht übersehen dürfen. Neben den klassischen Trägern antisemitistischer Ideologie, den Rechtsextremisten, gibt es eine zweite, derzeit stark anwachsende Gruppe von Menschen mit antisemitistischem Gedankengut. Dies spricht der Bericht auch klar an. Unter den vordringlich aus muslimischen Staaten nach Deutschland kommenden Flüchtlingen sind leider viele, die oft schon von Kindheit an antisemitisch sozialisiert wurden. Ihr Antisemitismus, ihr Hass auf Israel war und ist Staatsdoktrin in allen, fast allen Golfstaaten im Nahen und Mittleren Osten. Der Bericht fordert hier richtigerweise eine genaue Untersuchung des Phänomens. Hier herrscht großer Erkenntnisbedarf. Und Deutschland kann es nicht einfach hinnehmen, dass es Bevölkerungsschichten gibt, die Antisemitismus für hoffähig halten. Wer zu uns kommt, für den gelten unsere Regeln. Dazu gehört auch, dass hier alle Menschen gleiche Rechte genießen, insbesondere auch das der Religionsfreiheit. Zustände wie in Frankreich, wo nach einem Artikel der Welt innerhalb der vergangenen 10 Jahre 40.000 Juden das Land verlassen haben, sind erschreckend. Ich zitiere: Viele Juden spüren seit einiger Zeit, dass sie in Frankreich nicht offen als Juden leben können, schreibt die Jewish Agency. Wenn wir, Sie und ich, nicht höllisch aufpassen, dann bekommen wir das hier auch. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, immer wieder kommt Antisemitismus übertüncht als Kritik an Israel daher. Machen wir uns nichts vor,
Auch ein als Kritik an der Politik Israel getarnter Antisemitismus ist immer noch schlichter Antisemitismus. Boykottaufrufe gegen Produkte aus Israel sind nichts anderes als neue Kauft nicht bei Judenschmierereien, nur in neuem Gewand. Antisemitismus bedroht aus meiner Sicht unsere Gesellschaft. Das muss man klar aussprechen. Und ich freue mich, dass es einen offener werdenden Umgang mit Antisemitismus gibt. Denn die unterschwellige Verbreitung dieses Phänomens hat leider Nischen gefunden, wie der Bericht ja zeigt. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir hier in Zukunft weiterhin wachsam sind, den Bericht intensiv beraten und in der nächsten Wahlperiode uns wieder mit einem entsprechenden Expertengremium hinsetzen und die Lage analysieren, die dann hoffentlich besser ist. Vielen Dank.